Herzlich willkommen, liebe Sportsfreunde, zur neuen Preview auf meinem Kanal. Heute aus der Bundesliga, wie immer, ihr kennt es, FC Augsburg gegen Hoffenheim. Also dieses Spiel nicht wie immer, aber die Preview. Und an meiner linken Seite wie immer mit dabei der Armin. Du hast ja das Vergnügen, mit Augsburg zu spielen. Ja. Hast du ein bisschen Angst? Wie geht's dir sonst dabei noch? Ja, Hoffenheim ist ja hat schon eine starke Mannschaft. Ich habe jetzt hier einfach mal alles Mögliche reingehauen, was ich so konnte. Und das nähert sich auch langsam mit der Realität an, so mit Oberliga, der jetzt schon wieder fit ist und so. Aber genau, die Mannschaft ist an sich eigentlich echt nicht schlecht. Die hatten nur sehr viel Pech mit den Verletzungen. Ey. Komplette Offensive ausgefallen, ja. Sag ich dazu nur. Das ist hart. Das ist richtig. So, jetzt kommt meine. Ja, da war sie. Ja. Das ist toll, jetzt kann ich mich total überraschen lassen gegen den Spieler. Super. Du hast nur garantiert wieder drei Spitzen, aber sonst weiß ich nichts. Hast du Sandro Wagner in der Mitte? Ja. Ah, okay. Warte mal, wen ich rechts habe. Vargas? Nein. Gut. Ja. Das sehe ich da nämlich. Links. Das ist Schmied, sehe ich da noch. Ja. Ja, echt? Okay. Hinter Sandro Wagner. Ja, dann, ich habe irgendwo Vargas gesehen. Richtig. Okay. Also vier Stürmer im Prinzip. Ja. Ja, wobei der Schmied fehlt. Schmied ist links Mittelfeld, ja. Links offen, außen. Ja. Schönlebe, Dietmar. Jetzt heute wieder. Am Start. Ich habe übrigens den isländischen Schreck vorne. Alfred Finnbogason. Mhm. Ist gar nicht gut. Das ist gar nicht gut, aber gut. Das ist, ja, das interessiert mich auch nicht, wenn es 5-0 steht. Ja, Zeitspiel oder was? Ja, wir müssen irgendwie die Zeit runterbekommen, ey. Ich glaube nicht mehr lang so. Dann fällt hier der erste Augsburger Baum, sozusagen. Ja, bis dahin ist hoffentlich schon ein Tor gefallen. Hm, wer weiß. Werden wir sehen. Ja, gegen Süd ist natürlich hinten schwierig zu bestehen, so. Aber gut, da deswegen sind es noch keinen einzigen Ballkontakt bis zu meiner ersten Chance, also mehr oder weniger Chance. Das ist schon mal positiv. Boah, du hättest eigentlich nicht mehr abgeben müssen, ey. Doch. War knapp, ne? Aber war hier du hast den Ball, Fuß. Du hast den Ball irgendwie nochmal zurückerobert. Ja. Oh, der war noch abgelenkt. Der war sonst wieder drin gewesen. Der war noch abgelenkt. Okay, das heißt dann. Es gibt nochmal Ecke jetzt. Ja. Sollte es zumindest. Eine Ecke, so ist es. Schon wieder dran. Nächste Ecke. Oh, das sieht schlecht aus. Oh, oh. Weg. Ich hatte gepasst und nicht. Voll schön machen. Ah ja. Mhm. Ja, lieber schön als gar nicht, ne? Ja. Oi. Daniel Bayer am Start. Und jetzt kann es ganz schnell gehen. Ah, ich habe aber noch gewisse Leute hinten dran. Alter. Was für ein Spielzug! Ach, der war sogar. Okay, das war Glück, dass das Problem Alter. Mit dem Stürmer einfach war, der nicht rumstand. Ich dachte schon, dass der irgendwie der Linksfuß ist. Oh. Alter. Ja. Nee, oder? Nee, der, ich glaube, der ist Rechtsfuß. Der ist Linksfuß. Ich gerade eben noch nachgeschaut gehabt. Der ist Linksfuß. Aber der Spielzug war halt extrem schön. Da war's, ja. Der ist Linksfuß, der Problem. Eindeutig, das weiß ich. Alle halt perfekt getroffen, ne? Ja. Vor allem, dass der Baumann auch sagt sich, ja komm. Ganz ehrlich, der war dem Volley abgenommen, der war ja so schnell, also voll kräftig. Super geil, sehr schön. Davor noch richtig schön gekontert, dann kurz eine Zeit rausgenommen, also Zeit gegeben und dann zack drin. Hätte aber auch nicht nah sein können. Ich glaube, in echt hat das nicht. Ungefähr so wie ich. Kandera weg. Na komm, lauf uns aus. Mhm. Schmied, warum bist du da? Warum nicht in die Warum tust du mir das an? Oh Mann! Schmied, du bist so ein Vollidiot. Warum bist du in der Mitte, ey? Ganz ehrlich. Wie nett. Ups. Ja. Aber ganz ehrlich, der gehört dahin, wo er jetzt ist. Da hätte man nämlich der Pass, hätte auch noch funktioniert. Finn Bogason beschwert sich, dass er gefoult wurde. Ui! Vargas.
ganz große Kriminalität am Spieltag. Ja, das kann übel ausgehen. Bin ich hier, aber vielleicht auch nicht. Spiegel dauert ja noch ein bisschen. Ah, der ist so schön gewesen, ne? Ein bisschen zu viel Glitzfett dafür da. Oh! Voll. Ich hätte noch laufen. Oh, wieder brauchen wir den. Ich hätte noch laufen können, ey. Wenn ich das gewusst hätte, dass du vorbeigrätscht und nicht direkt. Nee, hey, die hätten Eiskett an uns festgehalten. Ja, sehr stark. Richtig krasse Sache. Sehr, sehr stark. Herr Baumann ist ein großartiger Torhüter, also richtig gut. Ja, er ist mittlerweile auch angekommen. Tillmannschläger kriegt die Karte. Ich wüsste gerne mal, warum kann ich es nicht einführen, dass da auch steht, welche Karte es ist? Die wievielte, weißt du? Ich bin mir nicht sicher, ob das überhaupt hochzählt, oder? Doch, das zählt. Haben wir schon Gelbsperren hier gehabt im Turnier? Ich bin mir nicht sicher. So viele Karten, wobei ich auch viele bekommen. Ja, ich vor allem. Ich kann mich so an die eine oder andere erinnern. Oh! Alter, was ist. Oh, ich hab ihn rausgekriegt. Alter, was hat der denn da gemacht? Der Warum spielt denn der Kim da hinten? Ja, ich weiß auch nicht, vor allem, weil der eigentlich schon längst nach China gewechselt ist, oder? Nee. Danke. Was hab ich denn mal gemacht? Elf Meter. Was ist heute los? Ich weiß nicht, was los ist. Also, ich weiß nicht, was es war. Vor allem, es war Schmied, glaube ich. Eine Frisur zumindest. Nee, Katarabek oder so. Katarabek. Ja, super Lauf, ne? Ich werde bestimmt nicht mit Verhaken. Schießen. Warum nicht? Oh, guck mal, wie nervös. Ich bin auch extrem nervös, wohlgemerkt. Doppelpacke oder was jetzt hier? Ja. Ja, schon. Du hast die Ecke geahnt, das ist sehr gut. Aber der war schon sehr, sehr gut geschossen. Ja. Nee, das ist doch recht gut. Siehst du? Und das wurde gleich ohne Ziel, ich gemerkt. Ich bin zu spät gesprungen. Ja, vielleicht. Wir wollten keine Chance gehabt. Was ist denn hier los? Hoffenheim ist viel bessere Mannschaft. Ja, aber mit Ausdruck, wenn die den Sturm mal wieder vollständig haben, dann sind die auch echt gut. Und so Leute wie Altintop sind dann gar nicht auf dem Platz. Mhm. Aber das war wieder ein Elfmeter, den. Ja, natürlich. Der war dann faul. Ja, war das vielleicht war wieder Hand wieder? Vielleicht gelbe, ja genau, Hand. Meine ich, ja. Weißt du? Ich komme nicht durch. Geht schon wieder los. So, zwei Tore gemacht, das stirbt er. Ja, ist schneller oben als Kim auf jeden Fall. Der jetzt ja, du hast doch nochmal da getreten. Pff. Ja, gut. Wenn du meinst. Ja, sehen wir nochmal. Sehen wir es nochmal? Ja. Und jetzt, da, wo da wolltest du. Guck mal, der ganze Zeit mache ich jetzt schon wieder. Ja, wir sehen auf jeden Fall eine Hoffenheimer Mannschaft, die nicht so ganz weiß, wie sie hier gegen die Augsburger bestehen soll. Ja, wie soll ich noch durchkommen? Ich habe hier keine Chance durchzukommen. Jetzt wird wieder so riskant hier. Die Sache ist, ich habe mit Bobadilla immer mit auf Linksfuß gespielt. Frage ich mich auch warum. Das ist immer nicht so lief hier. Ja. Ja, heute habe ich irgendwie das Timing auch mit den Grätschen und so raus, ist ganz gut. Ich hab heute viel Pech, ja. Ist auch gut. Alter, ich habe die nächste gelbe Karte. Für Eugen Polanski. Ich habe noch gar nicht berührt. Ja, das muss auf jeden Fall einiges auswechseln. Ja. Wen soll ich denn reinschauen? Ich habe schon die beste Mannschaft eigentlich. Ja, okay, aber so ein paar Leute hast du schon, oder? Wobei. Ja, du hast so Elionussi und so. Ja, habe ich gar nicht mitgenommen. Was? Ich kann mit dem Spiel. Krass. Ich finde voll gut. Alles kommt an.
Danke, Baumann, dass du mich so mal einhältst. Schade, ich dachte schon, es gibt Ecke. Oh, ich den nicht bekommen. Das war nicht ungewöhnlich. Och Mann, gib doch mal. Boah, alter Verwalter. Oh, das war aber mutiges Technik. Aber hat funktioniert demnach, ja. Okay, der war nix. Leider kenne ich deine Wege schon, wie man wie du aus der Situation versuchst rauszukommen, Martin. Da musst du ein bisschen aufpassen. Ja, ich habe überlegt, ob ich lupfen soll. Ja. Jo, ich spiele es gelaufen. Ja, ich glaube auch. Aber Baumann wieder hält da. Boah, ja, aus der Distanz, ey. Der Hund kann ihn draußen halten. Ich würde übrigens Süle auswechseln. Warum? Ich dachte, er ist so langsam und so. Der ist aber kopfbestimmt. Ja. Ich brauche irgendjemanden, der mal bei einer Ecke mal ein Tor macht. Ja, das stimmt. Ja. Ich komme ja nirgendwo ins Spiel. War ich bei deinem Tor schon mal? Ich weiß gar nicht. Ja, doch schon. Aber Wagner hat, glaube ich, noch keinen Schuss abgefeuert. Von dem habe ich noch gar nichts gesehen. Hier, sofort wieder weg, der Ball. Ja, warum? Das liegt daran, dass ich Pressing spiele. Ja, und ich spiele auch Pressing. Echt? Dann kann ich vielleicht damit einfach besser umgehen, gerade als du. Ich spiele aber schon seit Jahren Pressing, so wie ich jetzt spiele. Das ist die Sache. Oh, oh! Na, ja. Endlich! Das gibt's nicht, ey. Hätte ich schon mal beim ersten Mal reingehen müssen. Der Dancer. Ja, da irgendwie kamst du mit dem Ball da durch. Ja, Doppelpass halt. Ja, was macht eigentlich die 6 da? Was war das mal? Dann hatte ich fast nochmal gerettet. 6 ist Chor, glaube ich. Dann kann ich auch nicht spielen. Nee, nee. Gövelöf. 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 Der ist eigentlich gar nicht schlecht. Ja, der ist irgendwie nur vorbeigelaufen, anstatt irgendwie mal zu attackieren. Das war ein bisschen dumm. Ja, das ist Wagner. Ja, beim Jubel ist er aber. Er hat den Doppelpass jetzt gemacht. Ja. Oh, schon das 4. Tor von ihm. Ja, ich habe nochmal 2 Tore gemacht. Ah, stimmt, gegen mich, ja. Das war jetzt nicht direkt das, woran du erinnert werden wolltest, ne? Aufhören. Ja. So, jetzt brauche ich nur noch 2 Tore schießen, um auf der zu packen. Hat er abgefüllt noch nicht? Weil das jetzt gerade viel gegen 3 Situation ist. Hey! Das ist super, dass alle so weit wegräumen, rennen, dass alle gedeckt sind. Die sind einfach alle so weg. Und dann komme ich mit einem drauf und dann zack, bumm, ist der Ball weg, ja. Als hätte ich keinen Bock, irgendwie vorne noch ein Tor zu schießen. Ja, gut. 2 Tore musst du noch aufholen. Ist ja wohl bei dir ja gut dabei. Ja, super. Elfmeter war es nicht. Ja. Drittes Tor habe ich dir geschenkt. Ja. Läuft. Aber wer Fehler macht, verliert. Ich habe einen Wechsel vollzogen. Markus Voll, den du schon kennst, weil ich mal 2 Tore die ich gemacht habe, ist reingekommen für Daniel Bayer. Also der Standardwechsel eigentlich bei Bayer, wenn der ziemlich tot ist. Du hast dann gewechselt. Ja, ich habe alle gelben Karten raus. Und. Der war ein Foul eigentlich. Ne? Ich hätte ja jetzt einen Freistoß gegen mich. Ich hätte so nicht. Doch, kriegt man normalerweise, aber du ja nicht. Du bist ja. VIP oder sowas. angesetzt. Ja. Traumhafter Pass zu mir. Oh, come on, ey. Der ist bestimmt richtig schön. es läuft einfach. Das will mich Hoffenheim verarschen. Nur mal so eine Frage. Ja, verdammt, ey. Ich komme heute gerade nicht in zum Schuss ein. Das ist wieder so eine Sache. Ja. Und jetzt habe ich aber direkt danach auch noch den nächsten Fehlpass gesetzt. Ja, läuft, ne? Ja, das die ganze Zeit ist irgendein. Kurz Spieler von dir dazu. Ach stimmt, du hast ja Rupp auch noch. Ja, das ja, habe ich zwei getan. Ja. Ja, der ist doch auch gut. Sag mal. Na und? Kriegt auch nicht. Ich kann mit dem nicht spielen. Echt? Weiß für Haken. So. Konzentration. Wird nix. So, renn. Danke. Ich habe es auch genau so nicht gemacht, richtig? Oh, da regt sich jemand auf. Da ist jemand erzürnt. Ja, gleich gibt es auch eine Brustfrau. Und zwar ein richtiges. Ach, sehr schwach.
Ach, Demir war jetzt auch neu drin, gell? Mhm. Ja, voll die krassen Schuhe, ey. Ja, geil, gell. Genauso wie Reus. Aber Reus kann nicht spielen. Haben jetzt gerade zwei richtig schön reingelegt, ey. Wenn der reingegangen wäre, ich hätte es tatsächlich gefeiert. Ja, ich auch. Jetzt hatte ich echt mal die Höhe und die Position, deswegen habe ich es gleich gemacht. Ja, aber du hast nichts Besonderes gemacht, oder? Nee. Der macht es dann von alleine. Ja, wenn er richtig steht, dann macht er es. Genau, ja. So, Bombardier Aktivpol hier. Das funktioniert leider nicht so häufig. Da muss ich mal ein bisschen an meiner Technik feilen. Das mache ich relativ häufig, aber es funktioniert nicht so immer. Dem Vorbeilegen. Ja, Drehschuss ist immer schwierig, muss ich ganz ehrlich sagen. Alter, wie geil ich das gemacht habe und dann... Der rollte am langen Pfosten vorbei. Ah, könnte ich kotzen. Aber ich glaube, die Wechsel haben was gebracht. Bin ich viel besser dran. Ja, solange sich wieder Vollgas geben, Martin. Oh, das nächste Spiel. Der, dürfen wir es schon sagen? Ja. Der Tabellenletzte... Kriegt hier ein Tor, was? Nein. Zu diesem Zeitpunkt spielt gegen FC Augsburg. Am nächsten Spieltag wird Augsburg Tabellenletzter sein. Ja, wenn nicht sogar nach diesem Spieltag schon. Ja, nach diesem Spieltag ist er ja schon. Und deswegen ist er am nächsten Spieltag ist er Tabellenletzter. Ach so. Und wir dürfen es auch sagen, denn... ja. Ist er schon durch. Ja, ist schon längst durch. Das Leipzig-Spiel ist schon durch, oder was? Oder läuft gerade jetzt gleichzeitig. Ups, nein, gut. Sechste Tor von Sandro Wagner. In der 66. Minute, also Teufel, dreimal die 6. Oh. Ah, ich muss das Spiel drehen. Ich bin gut dabei. Etwas zu gut für meinen Geschmack. Ja, vor allem, das ist eine typische Sandro Wagner-Situation. Ja. Da kann man halt ihn nicht wirklich verteidigen. Och also, Mann! Na gut, da wollte ich eigentlich nicht hingehen, aber okay. Ey, Kopfwelle da hinten, es geht gar nicht klar. Da sind viel zu viele. Deswegen habe ich Süle auch drin lassen. Große Leute. Darf ich ausrasten, ey? Bam, Alter. Wieder was. Och Mann, ey. Das ist doch behindert. Ist immer richtig behindert. Wieder was. Oh, jetzt kam er an. Wow. Ja, ich bin gerade nicht mehr so gut im Verteidigen von. Also im Stören von Pässen. Natürlich. Von deinem hin her war alles perfekt. Ich hatte auch geschossen gehabt, aber dann, ne? Ja, ich muss gleich mal ein bisschen wechseln, glaube ich. Dann war ja wieder jemand da. So, wir sehen das nächste Spiel von... Hoffenheim gehen können, ne? Ist die Wolle auch. Hoffenheim ist gegen RB Leipzig und jetzt kommt ein Eckball. Aber vorher sehen wir noch... Zwei Auswechslungen. Bobadilla, Doppeltorschütze, geht runter. Dafür kommt Opari nochmal ein bisschen Druck über die rechte Seite. Und Halil Altintop soll nochmal die Zentrale verstärken. Im letzten Spiel wechselst du immer den Doppeltorschützen aus, ne? Dann fällt das schon mal. Ja, das ist Zufall. Hab ich es echt? Drei ja. Spiele Folge jetzt schon, glaube ich. Ja, ich glaube schon. Krass. Ja. Naja, ich finde es nicht so krass, ne? Okay, nachher nicht. Ja, da nicht. Oh. Da war schon wieder jemand. Ja, vielleicht kann man den Bein noch abnehmen. Dann behält er mich. Oh. Halil Antitor. Alter, und süße Kamera. Alter, alles richtig gemacht. Oh. Alles richtig alles gemacht. Richtig gemacht, du Spacke. Hast du verletzt? Ich spiele Augsburg dann. Ne? Nee. Doch. Der nächste. Die sind doch auch. Spiel ich mit Augsburg. Gegen Wolf. Ja. Ja, das ist so. Achso, stimmt, das ist auswärts, ja, richtig. Ja, somit. Hast du recht. Fehlt mir der Hamid, weil mit dem spiele ich immer gerne. Ja, noch kann er ja rennen. Ich kann ja nicht mehr wechseln, das ist das Problem. So, wir versuchen noch mal ein bisschen was. Hier, Opare. Macht noch mal gut Druck. Vollner, jetzt die neuen, die frischen, spritzigen Spieler. Und das ist ein ganz böses Fall. Ja, du gesagt, es geht. Süle.
der hat auch alle 10 Tore versetzt. Ja, ist die gelbe Karte jetzt auch mehr als berechtigt mal. Ich habe gar nicht erwischt hier. Den Ball. Ja, das ist fast noch Schmied mitgefault. Ja. So, können wir jetzt hier nochmal ein bisschen was machen? Mal gucken. Ja, also Opare werde ich auf jeden Fall schon mal nicht nehmen. Ah, so machst du also Zeitspiel. Sehr interessant. Mhm. Hä, jetzt kann ich nicht mehr. Ja, willst du jetzt noch was machen oder nicht? Ja, doch, ich wollte eigentlich nochmal den Schützen. Der wird gleich selber aus. Ich weiß. Machen, ne? Ja, so, jetzt aber. So, jetzt aber. Das muss sich auch lohnen. Hat sich ja tierisch. Okay, hat sich nicht wirklich gelohnt. Hey, immer ein Pferd liegt der Augsburg dazwischen. Hallo? Nee, das ist so. Bitte. In jedem Pass ist irgendein Augsburger mit drin. Genau, genau so eine Scheiße. Das passt einfach zum Spiel, oder? Am Arsch passt es so. Finn Burger ist ein Doppeltorschütze. Bei dir kommt, wenn ich mal dran bin, kommt der Ball trotzdem an. Das ist echt, vor allem, der wäre sonst niemals so gut angekommen. Das ist halt wirklich verrückt, gerade in dem Spiel. Also das ist echt krass. Einfach nur Pech. Da kann man auch spielen, wie man will. Ja, da konntest du natürlich nichts gegen machen. Beim ganzen Spiel kann man... Ja, ich weiß, das meine ich auch. Das so ist. Hier schon wieder. Geht jetzt voll los, ey. Ja. Nee, das meine ich auch. Das ist wirklich dann... Da hast du Scheiße am Fuß, hast du Scheiße am Fuß. Ne? Aber egal, was ich mache. Jetzt gibt's hier nochmal Freistoß. Das ist ja unglaublich. Ja und? Als ob ich jetzt hier noch 2 Tore mache. Oh, guck mal, wer der ist. Oliver Baumann. Mit am Start. Und? Hilft er mir? Nee. Oh, das ist gut, dass er ein komplett frischer Spieler da ist. Hallo? Achso, okay, jetzt fangt ab. Ja. Sehr schön für mich. Das ist sehr frustrierendes Spiel für dich wahrscheinlich, weil es hat echt nichts funktioniert irgendwie. Gar nichts. Ja. Da war Augsburg die klar bessere Mannschaft. Aber ich habe ein bisschen Spannung in die Tabelle reingebracht, denn ich hatte diesen Spieltag alle guten und habe mit so vielen verloren. Ist ein bisschen Spannung jetzt drin. Im ganzen Laden. Ja. Ja, Bayern? Bayern hat weiterhin gewonnen, ja, wahrscheinlich. Ja, und du hast Leverkusen gehabt. Ja, Bayern ist wie wir jetzt bei uns Tabellenführer aktuell. Ja, mit. Oh, das dürfen wir vielleicht gar nicht sagen. Doch, Bayern spielt am Freitag. Oh ja. Ja, Bayern hat gewonnen. Ja, das ist nämlich 1-0, habe ich gewonnen. Du hast sie lang gehalten und in der 84. Mal habe ich mit Müller das Tor. Okay, na gut. Ja, gut, also, was ist dein Tipp? Ich glaube, es wird eher andersrum ausgehen. Eher so ein 3-1 für Hoffenheim. Ist halt ein 3-0 für Hoffenheim. Ja, okay. Und ja, wenn euch das Video gefallen hat, gerne Daumen hoch, schaut den Kanal noch abonnieren. War ja sehr turbulent. Ja, viele Tore. Viele Tore, ja, 6 Stück. Und keine rote Karte, dafür ein sehr komischer Elfmeter und so weiter und so fort. Ja, und dann sagen wir bis zum nächsten Spiel oder Video. Man weiß es nicht. Ciao. Ciao.